Wir begrüßen euch herzlich zu einem neuen Video. Heute zeigen wir euch einen ganz neu angelegten Stellplatz in der Ortenau, direkt am Rhein. Anschließend fahren wir rein in den Schwarzwald und machen endlich einmal einen Radausflug in Sasbachwalden. Einen Kochkurs haben wir auch besucht und mittels unserer Drohne haben wir ein paar schöne Szenen eingefangen. Viel Spaß beim Anschauen! Und Helle, was gibt's heute? Bratkartoffeln und Spiegeleier. Oh, hört sich lecker an. Das knistert auch schon schön. Ja, super. Und jetzt noch die Eier, oder? Das dauert noch ein bisschen. Einen guten Appetit. Danke dir auch. Sieht aus wie in Deutschland, ist aber in Frankreich. Wir sind ganz kurz über die Grenze gefahren. Oder was heißt ganz kurz? Wir fahren jetzt hier ein Stück am Rhein entlang. So ist auf jeden Fall mal der Plan. Ja, und der Stellplatz, den wir euch gezeigt haben, das ist Rheinau. Der ist auf der deutschen Seite. Ja, ist ganz neu eröffnet. Und wie wir gekommen sind, waren wir die Einzigen auf dem Stellplatz. Und kaum waren wir eine Viertelstunde da, hat er sich gefüllt. Ja, ja, da sind dann ein Womo nach dem anderen sind dann gekommen. Und ja, wir haben schon gedacht, wir stehen hier ganz alleine. Aber dem ist nicht so. Macht aber nichts. Es war alles sehr ruhig. Auch die Straße war ruhig. Direkt an der französischen Grenze gelegen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was es hier für Fahrradstrecken gibt.
weil es ist ja wunderschön am Rhein, die ganzen Fahrradwege. Jetzt sind wir am Rheinkanal. Ja, das ist ein Kanal, der hat eine ganz schöne Strömung. Enorm, ja. Es ist so irre, was da für Fließgeschwindigkeit und wie viel Wasser da ist, ja. Aber das schauen wir uns jetzt mal alles genau an. Wir haben keinen festen Plan. Nee. Aber wir sind uns sicher, irgendwie kommen wir wieder zurück. Ja, genau. Und sonst fahren wir halt den gleichen Weg wieder zurück. Wenn wir keinen Übergang nach Deutschland mehr finden, müssen wir halt wieder zurückfahren. Schwimmen geht nicht. Nein. Aber hört mal, ist das nicht toll hier, dieses Gezwitscher? Also echt schön. Im Moment zwitschern ja nur wir. Ach, Vögel sind auch da. Einfach schön. Also komm, jetzt fahren wir weiter, oder? Ja, wir müssen weiter. Und überall auf der Wegstrecke sind doch die alten Weltkriegsbunker. Da haben sich die Deutschen und die Franzosen heftige Schlachten geliefert. Naja, da darf man gar nicht dran denken, was da alles abging. Und man kann nur hoffen, dass so etwas nie wieder passiert. Ja, Gott sei Dank war das nicht zu unserer Lebenszeit. So, wenn ihr uns jetzt hören könnt, dann haben wir unsere Tonprobleme gelöst. Ja, sicher. Denn hier ist ein Wahnsinnswind. Ja, ganz schön. Und wir hatten jetzt Gegenwind. Also es war trotz Motor, musste ich ganz schön strampeln. Ja, und vor allen Dingen war es ein bisschen unangenehm. Da wäre eine winddichte Jacke nicht schlecht gewesen. Aber jetzt sind wir da. Mhm. Jetzt sind wir bloß am Überlegen, wo gehen wir essen? In Deutschland oder in Frankreich? Also, da es noch recht früh ist, würde ich sagen, wir gehen nach Deutschland rüber. Denn also, so großen Appetit habe ich jetzt eigentlich noch nicht. Tschüss, Frankreich. Ja, und wir fahren jetzt hier mit einer Fähre rüber. Ja. Und ab 3,5 Tonnen ist die Fähre nicht mehr befahrbar. Also so habe ich das Schild interpretiert. Was ist die Fähre? Ab 3,5 Tonnen gesperrt? Mhm. Also so ich habe den aufpasst. Ich bin mit dem Auto unterwegs, deswegen habe ich den aufpasst. Nur für alle, die das eventuell mal machen wollen, aber mit dem Fahrrad dürfte das kein Problem sein. Gehen wir davon aus, dass es keine 3,5 Tonnen sind. Nein, so fest sind wir noch nicht. Und schon geht's los. Tschüss, Frankreich! Kommt da keiner zum Kassierer oder kostet das nichts? So wie es ausschaut, ist das kostenlos. Können wir öfters fahren? Kostet nichts. Klasse. Also kostet nichts. Ja, prima. Das kann man öfters machen. Würde ich auch sagen. Bitte. Fehlt bloß nur ein Bistro an Bord. Das ist zu kurz. Das ist hier am Polderinfopfad Söllingen-Greffern. Und zwar am Teilpolder Nummer 1. Ja, und genau. Es gibt hier mehrere.
Ja, der ganze Rhein, der ganze Oberrhein hat Poldern, ja. Ja, aber und hier stehen, also hier sind jetzt mal in diesem Abschnitt sind es auf jeden Fall mal 4 Stück. Und da wird das Rheinwasser entnommen und zwar der maximale Zufluss steht da 27 Kubikmeter in der Sekunde und es reduziert sich dann wohl. Also wir interpretieren das so, dass ein gewisser Zufluss in die Poldern erfolgt. Ja. Wie es dann bei Hochwasser ausschaut, das wird dann wieder ganz anders sein. Ja, bei Niedrigwasser auch. Ja, bei Niedrigwasser nehmen die Meerwasser. Also nein, dann können sie weniger einnehmen. Wenn kein Wasser im Rhein ist, kann man ja auch nichts entnehmen. Das kommt jetzt auch darauf an, wahrscheinlich, wie tief der hier ist. Umso mehr der Polder gefüllt ist, umso weniger Wasser entnehmen sie vom Rhein. Ja, genau. So interpretieren wir das. Jawohl. Wieder was gelernt? Ja, und wenn ihr es besser wisst, dann lassen wir uns gerne von euch informieren. Ja. Wir wissen es nicht mehr. Nein, nicht so 100%. Man muss denn alles wissen. Nein, aber es ist immer interessant. Genau. Auf eigene Gefahr müssen wir halt die Verantwortung auf uns nehmen. Geht davon aus, dass jetzt kein Hochwasser kommt. So, hier in Rheinau hat es uns sehr gut gefallen. Es war ein ausgefüllter Tag. Ja. Eine wunderschöne Fahrradtour, etwas windig. Ja, also auf der französischen Seite rheinabwärts zu fahren war sehr windig, aber nachher auf der deutschen, die rheinaufwärts, das war dann überhaupt kein Problem mehr. Also wir wünschen euch, wenn ihr mal hierher kommt, was wir euch unbedingt empfehlen, wünschen wir euch auf jeden Fall schönes Wetter und wenig Wind, dann macht das alles noch viel mehr Spaß. Aber ansonsten war es auch für uns ein ganz toller Tag. Und darauf stoßen wir jetzt an, oder? Ja, genau. Zum Wohl. Auf einen schönen Tag. Ja. Und unser Ausflug geht weiter.
stehen in Sassbach-Walden mit der Firma Remectrum in Bernd. Stellt sich die Frage, Bernd, machen wir ein wenig Reklame für Remectrum oder gehen wir lieber was essen? Helmut, wir gehen was essen. Also, machen wir andermal Reklame. Jo. Und die Damen sind auch dabei. Ja. Tier ist hier in Sassbach-Walden groß geworden und beim Metzger Meier geschlachtet und am Knochen gereift, also dry geaged, und wir lassen es hier in unserem Dry Age nochmal. Diese steile Straße muss man hoch. Ja, genau. Wir haben uns jetzt ein Ausflugsziel rausgesucht. Also offiziell habe ich das überhaupt noch nicht auf meinem Wegweiser gefunden. Mal schauen, ob man das überhaupt findet und ob man überhaupt rankommen. Und ob es überhaupt ein Ausflugsziel ist. Ja, genau. Wir fahren jetzt halt hier einfach diese Straße entlang. Die ist ganz schön steil, das kann ich euch sagen. Bin ich froh, dass ich ein E-Bike habe. Und zwar eins, was richtig Power hat. Ja, genau. Unser Motor ist sehr stark, Gott sei Dank. Und die Autofahrer fahren teilweise schon ziemlich haarsträubend an einem vorbei in der Kurve. Mit 10 cm Abstand haben sie die Ossi überholt. Mir ist ganz schlecht geworden, ja, wie die Ossi vorausgefahren ist. Aber wir haben sie überlebt bis hierher und jetzt geht die Strecke gleich weiter. Aber es gibt immer so am Wegesrand so nette Anhaltpunkte. Und da haben wir jetzt hier auch wieder einen gefunden. Den zeigen wir euch natürlich. Ist er drauf? So, jetzt. Schaut doch freundlich aus, oder? Ja, ist zwar Werbung für irgendeinen Schnapsladen, mit eigener Brennerei hier natürlich. Wobei er Schnaps. Das ist einfach nett anzuschauen und für eine kleine Verschnaufpause ist das immer gut. Genau. Und für Schnapswerbung mache ich es ja auch nicht das Schlechteste. Wer es mag. Denkt, jetzt steiler kann es nicht mehr werden, dann wird es nur mehr steiler. Und wenn man sagt, jetzt kann es aber wirklich nicht mehr steiler werden, dann wird es nur mehr steiler. Jetzt sind wir abgestiegen. Ja, nicht nur, weil es noch steiler wird, sondern weil am Ende der Straße Treppen in Sicht sind. Und jetzt muss ich erst mal schauen,
ob wir die Treppe überhaupt überwinden können mit unseren Rädern oder ob wir uns einen total anderen Weg suchen müssen. Wir sind 600 Meter vor dem Ziel gescheitert, gescheitert am Stausee. Ja, aber noch geben wir nicht auf, dass wir hinkommen. Ja, die Ussi geht jetzt späher voraus. Ja, und ich meine, da muss es ja eigentlich einen Weg hingeben. Na klar, Stausee müssen wir doch gesehen haben. Ja, nicht nur deswegen, aber ich meine, diese Wartungsleute oder so, die laufen bestimmt nicht Treppen hoch. Die haben einen Hubschrauber. Die haben einen Hubschrauber, aha, weil wir ja im Hochgebirge sind hier, oder was? Ja, genau. Kurz also, vor der Hornisgründe sind wir. Ja, unterhalb wahrscheinlich. Auf jeden Fall einen Wegweiser Hornisgründe gibt es, der geht jetzt hier hoch, aber da wollen wir ja jetzt eigentlich gar nicht hin. Nein, wir wollen zum Stausee. Ja, mal schauen, ob wir den heute noch finden. Also ich laufe jetzt erstmal da hoch und gucke, wie die Treppen aussehen. Und dann. Genau. Und der Helle sucht vielleicht schon mal einen anderen Weg, ja, wie das aussieht hier. So, damit ihr mal eine Ahnung habt, wie weit wir hochgefahren sind da unten, das ist Sachsbachwalden. Und die größere Ortschaft, das müsste Aachen sein. Was ich glaube, das wird nichts mit unserem Stausee. Nein, aber ich habe gerade ein Schild gelesen, Schnapsbrunnenweg. Also, sollte man an einem Schnapsbrunnen vorbeikommen, dann zeigen wir euch das. Bringen wir euch einen Schluck mit. Ich weiß nicht, ob man da jetzt schon ein Schnäpsle trinkt. Also auf jeden Fall schauen wir, dass wir so einen Schnapsbrunnen noch zu Gesicht bekommen und dann können wir euch noch zeigen. Und sonst fahren wir jetzt halt einfach ein bisschen so durch die Gegend. Und schauen, was da so noch alles sonst noch kommt. Mal schauen, ob unsere Beharrlichkeit was bringt. Jetzt sind wir 450 Meter vom Ziel. Und es geht ganz schön steil da hoch. Also es sieht wahrscheinlich nicht mehr so steil aus auf der Kamera, aber es ist wirklich steil. Das seht ihr nicht, wie steil das ist. Also wir müssen teilweise schieben, damit unsere Bikes nicht mehr hochkommen. Ja, und die haben einen starken Motor. Oh. Und wie runter kommen wir die anderen nicht, aber wir gehen ja, jetzt runter drauf. Geht's einfach. Einfach laufen lassen. Ja, wenn es zu steil ist, ist es auch gefährlich. Bremse. Ja, bremsen ist gut. Die Ossi sagt immer bremsen. Ja. Was ist eine Bremse? Jetzt schauen wir erst mal, dass wir hochkommen, bevor wir uns über den Abstieg oder genau. Die Abfahrt Oder ob das überhaupt ein Ausflugsziel ist. Ja, vielleicht sind wir vor einem großen Zaun. Gell? Aber wir waren an der frischen Luft. Ja, genau. Und im Wald. So, Helle, auf geht's. Komm, probier's. Oh Gott. Oh. Wow. Und wenn man sich mühsam einen Berg hochgestrampelt hat und der Helle sagt, wir hätten da unten abbiegen müssen, da kommt Freude auf. Naja, jetzt gucken wir mal, dass wir den Rest auch noch schaffen. Okay. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Am Stausee von Sassbachwalden. Genau, und ein Ausflugsziel ist es nicht zwingend, denn die Stauanlage ist betreten verboten. Aber Ziel erreicht, das ist die Hauptsache. Erschöpft, aber glücklich. Ja, so erschöpft sind wir jetzt auch wieder. So wild war es jetzt nicht. Jetzt schauen wir, dass wir welches ein Foto machen können. Ja, genau. Thank you.
Als nächstes Ziel haben wir uns die Quelle vom Sassbach ausgesucht. Zu unserem Ziel der Sassbachquelle. Und also ich glaube, auf die Vollendung dieses Zieles verzichten wir. Ich habe jetzt keine Lust, durch das hohe Gras mein Fahrrad zu schieben, nur um an einer Quelle zu sein. Wahrscheinlich eh bloß ein kleines Rennsal. Genau, wenn überhaupt was da ist. Ja, wenn man überhaupt was findet. Und so wie es nämlich aussieht, müssen wir da dann nämlich nur ein Stück durch den Wald laufen oder irgendwie. Also den Stausee haben wir euch gezeigt. Und Quelle, wenn ihr die Quelle sehen wollt, müsst ihr selber herkommen. Ja, genau. Und wir schauen jetzt, dass wir wieder ein Stückchen weiterfahren und vielleicht wieder Richtung Sassbach-Walden. Schauen wir doch mal, wo wir hinfahren. Ja. Es ist auf jeden Fall ziemlich abenteuerlich. Und ich kann eigentlich schon jetzt sagen, abenteuerlicher ist es im Schwarzwald. Etwas gemütlicher fährt man am Rhein entlang, aber im Schwarzwald ist es deutlich spannender. Also eine Fatima-Grotte hat es ja auch in Sassbach-Walden, aber ob es hier eine Marienerscheinung gegeben hat, das glaube ich nicht. Nee, keine Ahnung. Also es steht auf jeden Fall mal nichts dran und ja, also mir wäre jetzt auch nichts überliefert. Ja, aber zu Fatima haben wir ja schon mal ein Video gemacht, das können wir euch ja verlinken, dann könnt ihr es euch mal anschauen. Fatima in Portugal. Mhm, genau, ja. Ja, und jetzt gibt es ja nur Schnäpsle, Ossi, oder? Ja, denn nur ein paar Meter neben der Fatima-Grotte gibt es einen Schnapsbrunnen. Und da wollen wir jetzt hin. Und da trinken wir ein Schnäpsle. Ich denke. Da gibt es tatsächlich Schnaps. Ossi trinkt dann ich nicht. Trinkst du einen? Ja, ich trinke Kirschwasser. Es schwimmt eine kleine Mucke da jetzt drin, aber ich glaube, ein Schnaps desinfiziert. So, wenn man den ganzen Tag mit dem Handy unterwegs ist, dann geht da mitunter schon mal der Strom aus. Aber wir haben Gott sei Dank eine Powerstation zum Testen bekommen und die bewährt sich jetzt wunderbar. Die lädt jetzt das Handy auf und die lasse ich jetzt ein paar Minuten dran und dann schaffen wir es den Weg nach Hause. Ich verlinke sie euch rein, die kostet um die 20 Euro und tut gut ihre Dienste. Also da gibt es wohl etliche Schnapsbrunnen und auch extra einen Schnapsbrunnenweg. Die Experten, wie die gerade ankommen sind, die haben sogar ihre eigenen Schnapsgläser dabei. Aber ich glaube, da muss man schon trinkfest sein, oder? Ja, wenn man halt dann immer ein Stückchen weiterläuft. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann so ist und wie viele Brunnen auf dem Wanderweg es gibt. Also ein Trollinger Weg wäre für mich gefährlicher. Ja.
Also die Legende vom Alte Gott, weil das heißt ja hier, der Alte Gott lebt noch. Die haben wir mittlerweile schon zweimal erzählt, die erzählen wir jetzt kein drittes Mal. Nein, wir sind ja jetzt schon das dritte Mal in Sasbachwalden und immer gab es einen ganz tollen Anlass dafür. Und die Legende vom Alte Gott, die steht hier auf einem Stein, das blenden wir euch ein. Und wenn ihr es nochmal aus unserem Mund hören wollt, dann empfehlen wir das erste Video, wie wir in Sasbachwalden gewesen sind. Und das verlinken wir auch mal rein. Bei dem zweiten Video weiß ich gar nicht, ob wir da die Geschichte erzählt haben. Bestimmt. Auf jeden Fall ist es auch super, weil da waren wir auf dem Weinseminar. Genau. So, das war's. Vom ja. Rhein, vom Oberrhein. In den Schwarzwald. In den Schwarzwald. In Sasbachwalden war einfach schön. Wunderschöne Tage haben wir hier jetzt verbracht. Und jetzt machen wir den Abschluss hier mit Wurstsalat und eine Quiche. Und ja, und das war's jetzt eigentlich, gell? Also wir verabschieden uns jetzt bis zum nächsten Mal. Wir lassen es noch ausklingen und euch verabschieden wir jetzt. Ja, also ciao. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, so, aber jetzt, ha?